You don't get vaccinated just for yourself, but also for others. You do it for all of society. That's what I said. Today, this turned out to be complete nonsense. In a COVID hearing in the European Parliament, one of the Pfizer directors just admitted to me, at the time of introduction, the vaccine had never been tested on stopping the transmission of the virus. This removes the entire legal basis for the COVID passport. The COVID passport that led to massive institutional discrimination as people lost access to essential parts of society. I find this to be shocking, even criminal. Please watch the video until the end. Voor u, mevrouw Small, heb ik de volgende vraag waar ik een duidelijk antwoord op wil. And I will speak in English so there are no misunderstandings. Was the Pfizer COVID vaccine tested on stopping the transmission of the virus before it entered the market? If not, please say it clearly. If yes, are you willing to share the data with this committee? And I really want a straight answer, yes or no, and I'm looking forward to it. Thank you very much. Regarding the question around, did we know about stopping immunisation before it's entered the market? No. We had to really move at the speed of science to really understand what is taking place in the market. This is scandalous. Millions of people worldwide felt forced to get vaccinated because of the myth that you do it for others. Now, this turned out to be a cheap lie. This should be exposed. Please share this video. Es gab Protest, aber das war keine Grundlage hier für die Änderung. Es ist eine rein epidemiologische Überlegung. Die Impfung schützt nicht mehr vor der Ansteckung. Und wenn sie nicht mehr vor der Ansteckung schützt, dann gibt es auch keinen Grund mehr in diesen Einrichtungen. Trotzdem bleibt es natürlich dabei, die Impfung schützt sehr gut vor schwerer Krankheit. Und somit kann der Einzelne sich freiwillig impfen, sollte es auch tun. Aber wir brauchen es nicht mehr für die Einrichtungen. Dass Impfungen wie etwa gegen Corona in seltenen Fällen schwere Nebenwirkungen haben können, das ist bekannt. Unter Wissenschaftlern und Medizinern sorgt nun die Untersuchung eines Dresdner Pathologen für Aufsehen. Er hat bei der Obduktion eines kurz nach einer Impfung Verstorbenen eine brisante Entdeckung gemacht. Schauen Sie. Anfang des Jahres haben Annalena Sachau und ihre Mutter Marien den Vater und Mann verloren. Burkhard Rosin. Er wurde 76 Jahre alt. 10 Tage nach seiner dritten Corona-Impfung war er zusammengebrochen. Im Rettungswagen wurde er mehrmals reanimiert und auf die Intensivstation hier in die Charité Berlin gebracht. Wenige Tage später verstarb er. Laut Klinikbericht an seinen Vorerkrankungen. Der 76-Jährige litt schon lange an Parkinson. Er hatte zudem eine Lungenentzündung mit einer Sepsis entwickelt. Doch Mutter und Tochter waren skeptisch, glaubten nicht an die Todesursache. Es kam uns alles sehr widersprüchlich und komisch vor. Da der plötzliche Zusammenbruch von Burkhard Rosin 10 Tage nach der Impfung passierte, wollten Mutter und Tochter eine Obduktion. Vielleicht hatte ja die Impfung zu seinem Tod beigetragen. Doch ihre Bedenken habe man nicht ernst genommen, erzählen sie uns. Sobald das Wort Impfung im Zusammenhang mit Erkrankung oder dem Tod steht, wird gleich sofort gesagt, ja, das kann ja nicht sein. Dieses Tabu auch, wen immer wir das andeuteten, wir wurden nicht gehört. Fast von keinem. Im Bericht der Charité heißt es sogar, eine Obduktion wird nicht gewünscht. Als die beiden das lasen, waren sie geschockt. Wir wurden dazu einfach nie befragt. Aber es steht jetzt, wie wir wissen, schwarz auf weiß hier drin, es ist keine Obduktion gewünscht. Also sie haben etwas behauptet, was nicht stimmt. Die Charité schreibt dazu, die Familie hätte erst einige Tage später eine Obduktion gewünscht. Zu dem Zeitpunkt war der Leichnam aber bereits an ein Bestattungsunternehmen übergeben worden. Ob die Charité dann das Unternehmen informiert habe, ließe sich nicht mehr aus den Akten rekonstruieren. Mutter und Tochter ergriffen selbst die Initiative und ließen den Verstorbenen auf eigene Kosten hier in das Klinikum Dresden-Friedrichstadt bringen. Am Institut für Pathologie wird der 76-Jährige obduziert. Dabei findet nicht nur eine Leichenschau statt, sondern auch das Gewebe aller großen Organe wird untersucht.
Laut Autopsiebericht hatte der 76-Jährige tatsächlich eine Lungenentzündung, die zum Tod geführt hat. Als wesentliche, zum Tode beitragende Erkrankung fand sich aber auch eine Enzephalitis, eine schwere Entzündung im Gehirn. Hinzu kamen eine Vaskulitis, eine Entzündung der Blutgefäße, ebenso eine Myokarditis, eine Herzmuskelentzündung. Diese Erkrankungen seien Folge der Impfung. Im Bericht heißt es, eine mit zum Tode beigetragen habende Arzneimittelreaktion ist somit wahrscheinlich. Bestürzung, Traurigkeit gleichzeitig nicht fassen, dann wieder Erleichterung, dass wir endlich gesehen werden in dem, was wir geahnt haben. Gerade bei älteren Menschen ist es natürlich viel leichter zu sagen, ah ja, die waren eh schon alt, die hatten vielleicht ein oder zwei Vorerkrankungen, da forscht man gar nicht mehr nach. Es ist ja umso schlimmer. Wegen der Brisanz des Falles veröffentlichte der zuständige Pathologe Dr. Michael Mörz die Ergebnisse der Obduktion. Solche Vorveröffentlichungen, auch Preprint genannt, sollen der Wissenschaftsgemeinde ermöglichen, die Ergebnisse kritisch zu hinterfragen. Schon im August bitten wir die Pressestelle des städtischen Klinikums um ein Interview mit dem Pathologen. Es wird abgelehnt. Mit der sogenannten Vorveröffentlichung beginne zunächst der wissenschaftliche Diskurs, heißt es. Sobald der Bericht in einer endgültigen, akzeptierten Version in einem Journal erschienen ist, können wir nochmal anfragen. Anfang Oktober erscheint der Artikel des Pathologen in einem anerkannten Wissenschaftsjournal. Wir fragen erneut an. Doch wieder wird ein Interview abgelehnt. Als Begründung heißt es nun, eine über die wissenschaftliche Gemeinschaft hinausgehende Kommunikation ist nicht sinnvoll. Weder Dr. Mörz noch ein anderer Vertreter des Klinikums werden sich an der durch den Artikel ausgelösten und auch angeheizten politischen Diskussion beteiligen. Wir fragen den Pathologen direkt an. Er ist bereit, mit uns privat zu sprechen. Da ihm ein Interview von seinem Arbeitgeber untersagt wurde, treffen wir ihn hier beim MDR in Dresden. Dr. Mörz zeigt uns die mikroskopischen Bilder des geschädigten Gehirns. In der Vergrößerung sieht man die Entzündungsherde und die abgestorbenen Zellen. Um das Obduktionsergebnis zu verstehen, muss man sich das Prinzip der mRNA-Impfung nochmals vor Augen führen. Der Impfstoff enthält keine abgeschwächten oder abgetöteten Viren, sondern eine Bauanleitung für einen bestimmten Teil des Corona-Erregers, das sogenannte Spike-Protein. Die Folge? Unsere Zellen produzieren selbst Spike-Proteine, damit unser Immunsystem dagegen Antikörper bilden kann, um im Falle einer Infektion gewappnet zu sein. Wichtig, das durch die Impfung produzierte Spike-Protein sollte am Impfort im Oberarm verbleiben und nicht in großen Mengen in den Organismus gelangen. Doch offenbar genau das könne passieren, so der Pathologe. Das Spike-Protein, was eigentlich an der Injektionsstelle sozusagen verbleiben sollte, sich in den Hirngefäßen und in den Herzgefäßen nachweisen lässt und dass das zu einer Entzündung der entsprechenden Organe führt mit den entsprechenden Organschädigungen. Dabei konnte Dr. Mörz ausschließen, dass das Spike-Protein von einer Infektion mit dem Coronavirus stammt. Sein Fazit, diese Impfnebenwirkung wäre nicht entdeckt worden, wenn die Familie nicht auf einer Obduktion bestanden hätte. Er sieht hier ein Versäumnis der zuständigen Behörden. Für mich wäre es eigentlich Pflicht gewesen, dass bei einem schon mit Start der Impfkampagne auch die Obduktionen forciert. Das heißt, in einem gewissen Anteil auf jeden Fall obduziert, egal ob geimpft oder nicht geimpft, um Verschiebungen im Erkrankungsspektrum herauszubekommen. Seine Kritik ist nicht neu. Schon im August 2021 hatte der Pathologe Professor Peter Schirmacher an der Universität Heidelberg mehr als 40 Menschen obduziert, die kurz nach einer Impfung verstorben waren. Bei etwa einem Drittel sei die Impfung die Todesursache gewesen. Er warnte vor einer höheren Dunkelziffer und forderte systematische Obduktionen von Geimpften. Es ist unsere Pflicht, diese Dinge zu verfolgen, zu registrieren und die richtigen Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Die zuständigen Behörden sowie das Bundesgesundheitsministerium sahen 2021 keine Anzeichen für eine Dunkelziffer bei den Impfnebenwirkungen und damit keinen Handlungsbedarf.
Doch dass die Dunkelziffer höher ist, davon geht auch Dr. Mörz aus Dresden aus. Denn der von ihm im Wissenschaftsjournal Vaccines veröffentlichte Obduktionsfall sei, seinen Erfahrungen zufolge, keine Ausnahme. Ich überblicke etwa 20 Fälle, in denen immer eine Herzmuskelentzündung nachweisbar war und immer Entzündung an Gefäßen nachweisbar war. Und es konnte auch das Spike-Protein immer nachgewiesen werden. Wir wollen vom Bundesgesundheitsministerium wissen, ob die Arbeit des Dresdner Pathologen die Forderung aus 2021 nach mehr Obduktionen nun doch erforderlich macht. Man verweist uns an das zuständige Paul-Ehrlich-Institut. Dies schreibt, dass der von Dr. Mörz publizierte Fall nun zwar in die Statistik eingegangen sei, dennoch sei für diese Nebenwirkung kein Risikosignal, das heißt kein gehäuftes Auftreten erkennbar. Doch wie will man ein gehäuftes Auftreten von Nebenwirkungen erkennen, wenn nicht alle Verdachtsfälle erfasst werden? Denn ohne Eigeninitiative der Familie wäre der Fall von Burkhard Rosin unentdeckt geblieben. Dazu schreibt das Institut, da man nicht nur deutsche, sondern auch internationale Daten auswerte, sei eine Vollerfassung unerwünschter Ereignisse im zeitlichen Abstand zu Impfungen nicht notwendig. Handlungsbedarf wird also nicht gesehen. Für Professor Friemann vom Bundesverband Deutscher Pathologen nicht nachvollziehbar. Die aktuelle Arbeit von Dr. Mörz sei ein erster Schritt. Systematische Obduktionen wären erforderlich. Ich denke, das muss man ernst nehmen. Nicht etwa, man darf keine Angst davor haben, dass man möglicherweise den einen oder anderen Fall noch mehr herausfindet, der durch eine Impfung geschädigt wird, und zwar so stark, dass er daran stirbt. Ich denke, genau das Gegenteil ist der Fall. Wir müssen diese Fakten auf dem Tisch liegen haben. Sonst kann man es eigentlich weder ausschließen noch bejahen im Zusammenhang. Auch Familie Sachau hätte erwartet, dass man ihre Bedenken ernst nimmt und nicht einfach jeden Zusammenhang mit der Impfung ausschließt. Denn erst die Obduktion des Vaters brachte schließlich Aufklärung. Ich kann nur viele Angehörige ermutigen, das machen zu lassen, damit es benannt wird, damit es sozusagen nicht auf so einer Schwurbler-Ebene frei flottierend rumgeistert. So wurden wir auch oft sozusagen fallen gelassen. Oder abgetan. Letztlich sei es eine Fürsorgepflicht gegenüber den Geimpften, so die Familie, alles dafür zu tun, um den Zusammenhang zwischen der Impfung und möglichen Impfschäden sicher aufzuklären und auch Konsequenzen daraus zu ziehen.